ist nicht ganz so krass, wie es eben wahrscheinlich aussah. Aber erstmal danke an Ron, dass ich bei dir ein paar Tage untergekommen bin, bei dem miesen Wetter. Ron von Short for Stories. Da gibt's alles über Norwegen. Aber das Wichtigste ist zum Krabbenfischen. Was müssen wir da machen? Also vor dem Spaß steht der Fang. Warum ein paar Baits, also ein paar Köder, einfach für die Körbe. Diese riesigen Körbe, ihr habt es ja schon gesehen. Zeigt mal her so ein Teil. Da sind sie. Wahnsinn. Und was gibt's überhaupt für Krabben? Hier gibt's Taschenkrebse. Und die versuchen wir jetzt zu fangen. Jetzt wird's ernst. Los geht's. Das Beste daran ist, wenn wir jetzt nur auf Bait fischen, brauchen wir nichts weiter als eine super leichte Rute. Ich habe jetzt eine 5 bis 20 Gramm Rute, ein paar leichte Jigköpfe und wir können ja eigentlich jeden Fisch in dem Fjord fangen. Was brauchen wir denn für Bait? Und zwar versuchen wir den Fisch zu fangen, der momentan am leichtesten im Fjord zu fangen ist, und das sind Makrelen. Außerdem ist Makrelen ein sehr fettreicher Fisch und deswegen bestens geeignet als Krabbenköder für unsere Körbe. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir ja auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr angeln als Makrele, weil ich glaube, es ist zu einfach. Makrele ist einfach zu einfach. Ein paar haben wir schon springen sehen, Makrelen, aber das Gute ist, wir können ja nebenbei noch ein bisschen auf dem Mefo fischen. Die Makrelen kommen hoffentlich von ganz alleine. Deswegen hat Ron uns hier erstmal super abgesetzt. Oh, Biss. Oh, und Fisch. Direkt erster Wurf. Ah, was geil. Ist das ein? Ist eine Makrele, glaube ich. Schöne Makrele da. Echt für einen Korb. Hammermäßig. Die als Mefo wäre auch gut. Wow, der hat doch über ein Kilo. Geile Fische eigentlich, von der Optik, wa? Richtig schön. Ich glaube, die erste hat eine Chance. Die ist mir jetzt reingefallen. Unser Krabbenköder. Das war die erste. Okay. Kann ich einfach kurz nicht mitnehmen. Na dann. Die nächste. Dann nehmen wir dann halt die Meerforelle, genau, als Köder. Sehr gut. Oh, hängt was. Aber ich glaube, es ist eine ganz kleine Mefo. Eine Baby-Mefo, glaube ich. Wirklich. Oder ein Mini-Pollack. Ist noch dran, ja, irgendwas zappelt da. Aber es ist ein Absteiger, guck mal, es ist braun. Das ist wirklich die kleinste Mefo, die ich in meinem Leben je gefangen habe. Hammermäßig. Bam. Also hier kann man auch kleine Fische fangen. Sehr geil. Oh, da ist wieder eine kleine Mefo hinterher, da steht sie noch, da unten. Aber die ist so klein, die ärgern sie mal lieber nicht. Die will ich gar nicht haben. Oh, Fisch. Oh, jetzt aber. Das ist eine schöne Makrele. Schöne Makrele. Aber wo, eine wunderschöne Makrele. Hier fehlen nur die Streifen. Aber wir wollten Makrele nehmen. Okay, also setz ihn zurück. Okay. Ja, guck, der steht da noch. Der ist jetzt glücklich. Der wird bestimmt mal riesig und dann beißt er bei dir irgendwann. Nee, also ich würde sagen, nächste Bucht. Nächste Folge. Schweben mir direkt wieder deine Drohnenaufnahmen im Kopf rum bei dem schönen Wetter. Oh, da, Biss, Fisch on. Ah, wieder nur ein kleiner. Es ist. Eine Makrele! Yes! Jawohl! Jetzt Makrele. Haben wir zwei Stück, können wir direkt loslegen, wa? Ja. Hier ist die nächste. Ja, Boot hier. Aber Tatsache, schöne Größen. Und die nächste auf der anderen Seite. Obwohl es. Oh, jetzt hängt es. Ganz schön geruckelt hat. Aber Alter, hast du die Makrele gesehen? Das war, also die war deutlich über dem Kilo. Ja. Alter! Die stehen noch nicht mal tief, die sind direkt 2 Meter unter dem Boot. Und beim Absinken jetzt Makrele. Krass. Boah, das ist schon die nächste. Hat noch nicht mal ausgeworfen. Eieiei, nice. Und hier unten jetzt, bam! Einfach beim Absinken. Ei, jetzt sind das, guck dir da mal an. Die Rute ist ja krumm. Oh, Wahnsinn. Oh, echt krass. Und tschüss. Ja. Auf jeden Fall eine leichte Rute mitnehmen. Die kommt, oh, der Köder kommt gar nicht unten an. Zack, und die nächste. Ah, hier, auch wieder beim Absinken. Oh, schade, aber ich hab schon gemerkt. Jetzt, und die nächste. Was für ein Angeln. Geil die aussehen, wa? Sind so schöne Fische. Also das war jetzt aber ein richtig geiles Makrelenmassaker, kann man es ja nennen. Wirklich mega abgefahren. Aber wirklich krass, einfach den Stripper runtergelassen und die Makrelen gehen so ab an der leichten Route. Das macht einen Riesenfun. Der Thunfisch des armen Mannes. Köder haben wir jetzt genug. 2 Makrelen haben wir mitgenommen, den Rest haben wir wieder zurückgesetzt. Und jetzt wären wir eigentlich schon bereit für die Krabbenkörbe, aber ich habe das Gefühl, Felix hat noch Bock ein bisschen zu angeln. Also jetzt vielleicht mal auf Gummifisch wechseln und mal gucken. Eine Etage tiefer, 10 bis 20 Meter. Das sind richtig gute Kämpfe, die Makrelen. Macht auch richtig viel Spaß an der Fliegenroute, wenn wir da mal Bock drauf haben, das zu probieren. Wunderschöne Fische. Waren genug Makrelen, so was anderes zu fangen. Schwerer Kopf ran. Das bedeutet hier 30 Gramm. Und los geht's. Da ist er. Die Art hat uns heute noch gefehlt. Da ist er, ein richtig schöner Lippfisch. Bam! Fisch.
Vielleicht noch mal einen großen Pollack versuchen. Einen größeren. Vielleicht. Und dann schmeißen wir die Körbe endlich mal rein. Richtig schöner Pollack, eingestiegen beim langsamen Einkurbeln. Ich habe bestimmt schon 50 Meter langsam hochgekurbelt und 5 Meter unterm Boot ist er draufgeknallt auf den Gummifisch. Yeah. Bam. Richtig schöner Pollack. Ja. Richtige Granate. Den haben wir gesucht. Der geht wieder zurück, genau wie deine erste Makrele. Also, mach's gut. Boah. Also ich glaube, der Rons Monster Pollack, der war jetzt einfach nochmal ein guter Abschluss und für mich jetzt ist ein das Highlight jetzt schmeißen wir nämlich die Körper aus. Es hat mich immer schon mal interessiert, was ist eigentlich in so einem Korb drin, wenn man den hier einfach unten reinschmeißt. Und es soll hier dicke Krabben geben. Ich liebe Krabben zum Essen. Aber wir werden die jetzt erstmal bestücken. Und dann lassen wir die aus. Irgendwie hast du gesagt, zwei an der tiefen Stelle und zwei an der flacheren Stelle. Ja, wir haben zwei große Makrelen, wir haben 4 Körbe, eine halbe neben dem Korb. Also, weiß ich, das muss ja Monsterkrabben sein, die hier reingehen. Und wie du schon gesagt hast, wenn man die Körbe dann hochholt, man weiß wirklich nie, was drin ist. Das ist immer eine Überraschung. Von Krabben über Hummer, über noch ganz andere Sachen, die ich jetzt noch nicht erzählen möchte. Ja? Hab ich schon alles in den Körben gehabt. Ich bin wirklich richtig aufgeregt, was da drin ist. Freue mich jetzt wie so ein kleines Kind. Vielleicht kommt doch irgendwas ganz anderes hoch. So, wir gehen jetzt ein bisschen chillen und dann gehen wir die Körbe irgendwann wieder hochholen. Jetzt ist der große Moment der Bergung. Eine Nacht später, wir sind heute um 4 aufgestanden, haben uns dann wieder hingelegt und sind jetzt draußen zum großen Krabbenbergen. Wir haben uns heute Verstärkung mitgenommen. Also, Nummer 1. Hat Ron die Körbe gut abgelegt. Kann man schon etwas erahnen. Ich kann nicht so weit rüberlegen. Da, da ins Boot. Da ist er schon. Oh! Und? Was haben wir? Oh! Einen! Oh. Ey! Ja. Seesternkorb! Aber viele Seesterne. So. Aber es ist wirklich krass. Also wenn du einem Seestern einen Arm abschneidest, dann wächst aus dem einen Arm ein Seestern. Und dem Seestern, dem der eine Arm fehlt, dem wächst der eine Arm nach. Korb Nummer 2. Als guter ist, schlechter kann es schon mal nicht laufen. Eine Krabbe! Eine Krabbe! Yes. Naja, nice. Eine Krabbe. Zack, mal wieder für Milo, Armbrot. Da hat die Krabbe nicht mal den Fisch gegessen, wenn sie hier schon reingelatscht ist. Was verbirgt sich in Korb Nummer 3? Schon richtig schwer. Irgendwas bewegt sich auch da drin. Oh, 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 oh. Das sieht spannend aus. Yes, 2 Krabben. Oh, aber guck mal, die haben die Makrele vollkommen vernichtet. Ja, die hatten Party diese Nacht hier. Können sich mal wieder die Beine rasieren. Emanzipierte Krabbe. Da ist richtig was drin? Ja, er ist voll, glaube ich. Er ist voll. Ganz voller Korb. Mit einem Seestern. Oh, das war das Schwere. Ja. Hier ist gar nichts passiert. Außer wirklich dem niedlichsten Seestern ever. Nicht so begeistert. So, lieber eine Krabbe. Wir haben alles gegeben, Milo. Catch and Release Seesterne. Naja. Doch ein paar Nudeln dazu machen. Also ich sag mal so, so ungefähr habe ich es mir vorgestellt. Das ganz große Mysterium, wenn ich jetzt mal einen Korb hochhebe, ist wahrscheinlich nicht mehr da. Boah, jetzt kommt hier noch richtig Krabben-Fischer-Feeling auf. Also wir haben uns jetzt in eine ruhige Bucht zurückgezogen, weil es doch ganz schön windig geworden ist draußen auf dem letzten Korb. Aber das ist eben Krabbenfischer-Feeling. Allerdings, die Krabben waren nicht so Krabbenfischer-Feeling-mäßig und Milo ist auch echt traurig. Ja, das ist hier schon eins der Prachtexemplare. Das ist die größte heute. Vorsicht, Milo, du wirst es bereuen. Die 3, das ist ja nicht mal eine halbe Portion, weil die auch nur noch eine Schere haben. Wenn scheiße, dann scheiße mit Schwung. Einfach wieder in den Fjord zu setzen. Ja, vielleicht mache ich das oben im Norden dann nochmal. Ich glaube, da sind nochmal andere Krabben am Start. Der King Crab. Eine King Crab? Der einmal eine King Crab gegessen hat, der wird süchtig danach. Milo, tut uns leid. Dann. Es gibt heute wieder Pollack, Dorsch, Makrele oder Meerforelle. Ganz furchtbar. So, na dann, macht's gut. Sind halt nachhaltige Fischer. Ich muss doch wieder normal angeln. Krabbenfischer scheint nicht mein Job zu sein. Schön, dass ihr trotzdem dabei wart. Es war
sehr, sehr nice. Deswegen werden wir jetzt mal wieder weiterziehen und gucken, wo das Wetter ein bisschen schöner ist. Denn so ein Tag wie heute, der ist hier eher selten in Fjord Norwegen, muss man sagen. Kommt alle paar Wochen mal vor. Checkt Rons Kanal aus. Fish Stories. Und dann sehen wir uns im nächsten Clip dann wieder mit der Angelrute am Wasser. Also, bleibt catchtastic. Bis gleich. Denkt daran, Angeln ist mehr.